Und damit sind wir bei Türchen 3 vom Adventskalender auf dem Timolia-Server. Wir warten noch auf einen Kollegen, der noch die Anfrage aufs Duell annehmen sollte. Dann werde ich draufklicken oder /duel-accept eingeben und meinen Namen. Da hat er es geschafft. Wir gehen rein und es ist die Map, wie auch immer, Starkiller Base. Sehr weihnachtlich. Star Wars. Schwierigkeit leicht. Die Zeit ist 2 Minuten, okay. Chui, Wurli und Rocky, warum immer, sind die Map-Erbauer und wir gehen einfach mal los und suchen den Weihnachtsmann nebenbei noch, wobei ich wollte eigentlich erst durch die Map und dann mache ich beim zweiten Mann wieder den Weihnachtsmann. So wie jedes Mal. Ich weiß nicht, was eine Starkiller-Base ist. Ist das der Todesstern? Oder ist das die Base von jemandem, der Starkiller heißt? Gibt es einen Starkiller? Was ist mein Ziel hier gerade? Ach, hier ist ein Jump Boost. Oh, okay, I see. Okay. Oh, Sammy wurde gar nicht mitgeportet, sehe ich gerade. Und Dipking auch nicht. Warum sind beide nicht mitgeportet worden? Ihr wart beide im Duell. Fällt mir jetzt erst auf. Ups. Sind die beiden in der Map drin? Doch, die sind beide in der Map drin. Die werden mir nur rechts... Ah, doch. Es werden nur 4 Leute angezeigt. Ah, I see. Die sind doch in der Map drin. Never mind. Ich war verwirrt. Es werden aber nur 4 Leute angezeigt, seit neuestem anscheinend. Der Part ist auf Kante genäht. Jesus. Okay. Sehr schwarz auf schwarz alles hier. Okay. Sind wir jetzt hier im Müllschlucker gelandet? Ich weiß halt nicht, ob das irgendwas darstellen soll, was man kennt als Star Wars Fan. Ich zumindest nicht. Ich bin aber auch nicht der Ultra Star Wars Fan. Ich weiß auch nicht, was Starkiller ist. Oder wer Starkiller ist. Ist das der aus Force Unleashed? Es gab jemanden, der in Force Unleashed. Ist der nicht Starkiller? War ein Videospiel. Force Unleashed. Force Unleashed 1 und 2. Sehr, sehr gute Spiele. Force Unleashed 2 hatte ich leider innerhalb von einer Stunde die komplette Story durch. War ein bisschen ärgerlich für einen Titel, der 60 Euro gekostet hat. Das hat mich damals etwas geärgert, dass ich da 60 Euro für bezahlt habe. Das Spiel war zwar gut, aber nach einer Stunde durch zu sein, sind keine 60 Euro, ne? Das war sehr tragisch. Oh. Vor allem habe ich das Spiel durchgespielt und mein älterer Bruder ist dann von der Arbeit nach Hause gekommen und wollte halt auch das Spiel zugucken und da liefen schon die Credits. Als er in mein Zimmer gekommen ist, habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Also was? Wie, du bist schon durch? Da gab es schon Euro, ja. Was meinst du mit, da gab es schon Euro? Natürlich gab es da schon Euro. Du Lurch. Bin zwar alt, aber nicht zu alt. Zur Erklärung, das hier ist übrigens wieder einer. Ein Video aus dem Stream aufgezeichnet, wie es am Titel steht. Ich springe gerade wie der letzte. Die letzte Banane springe ich hier gerade. Dieses Schwarz auf Schwarz mag ich gar nicht, weil ich nie sehe, wo ich hin möchte. Ich sollte mal sneaken zwischendurch. Nee, D-Mark. Pikito hat geschrieben, ich dachte D-Mark. D-Mark wurde doch. Wann wurde D-Mark entfernt? 2002? Seit wann gibt es keine D-Mark mehr? Oh, Schwebeblöcke. Oh, ich mag Schwebeblöcke. Ui. Oh, da war ich zu übereifrig. Ich sollte zwischenlanden. Okay, der reicht irgendwie nicht, der Schwebeblock. Ich bin verwirrt. Boah, das ist ganz schön knapp bemessen alles. Oh, wow. 10 out of 10. Die Idee finde ich gut, aber die Sachen sind super knapp bemessen. Jesus. Jesus.
Schafft Klonoa es direkt beim First Try? Ja, ich glaube ja. Hat er geschafft. Ich will mal einen Schritt zurück machen und falle dann rückwärts runter. Das ist sehr ärgerlich. Okay, Jump Boost. Also Spielblöcke mag ich, aber... oh, die Ausführung war gerade ein bisschen zu knapp. Das ist übrigens Schwierigkeitsgrad leicht, die Map. Aber die Map ist sehr schick gebaut. Weiß immer noch nicht, was die Starkiller Base ist, aber... Na, wir sind durch. Okay. Wir haben nicht mal die Silberzeit. Da muss ich gleich nochmal versuchen, einen Speedrun zu machen. Igitt. Ich habe auch keinen Weihnachtsmann gesehen. Igitt. Ah, hier ist der Weihnachtsmann. Okay, gut. Dann waschen wir hier noch einmal hin und versuchen noch einmal die Silberzeit zu unterbieten. Vorherigen Run und durch. Okay. Das war die Map. Jesus Christ. Weiß ich nicht. War okay. Alles in allem okay. Ich hoffe mal auf bessere Maps. Irgendwelche Rätsel-Maps wären nett die nächsten Tage. Ja, wir sehen uns morgen wieder in einem neuen Video. Bis denne, die Henne.